Hallo Leute, mein Name ist Hotzac und willkommen zu einer weiteren Folge von Ein weiterer Tag in Minecraft. Letztes Mal habe ich euch hier noch den Grundstein hinter mir gezeigt für unser erstes Gebäude hier, wo wir unsere Base errichten. Und wie es den Anschein hat, ist es ein Kreis. Nein, ist es nicht. Es ist oval, aber nur so um zwei Blöcke. Also fast ein Kreis. Und was wir hier oben errichten, das wird unsere Trading Hall mit einer Tonne von Villagern. Aber zuerst müssen wir schauen, wo wir die Villager herbekommen. Und das machen wir mit einem Villager Breeder. Und weil der Villager Breeder etwas entfernt sein muss von unserer Trading Hall, genauer gesagt 80 Blöcke, werden wir das hier unten im Untergrund machen mit der zusätzlichen Welthöhe von 64 Blöcken nach oben und 64 Blöcken nach unten ist das kein Problem. Hier sind wir etwa auf 65, so wir können bis zum Bedrock nach unten gehen, unseren Villager Breeder da unten platzieren und dann haben wir überhaupt kein Problem mit der Trading Hall hier oben. Aber zuerst brauche ich ein paar Materialien und dafür geht's zuerst ins Nether. Ich brauche ein bisschen Soul Sand. Weil der Weg von hier oben bis ganz nach unten, das sind ein paar Blöcke und ich mag nicht so viel Treppen steigen. Drum werden wir einen Bubble Elevator haben, um hochzukommen. Und für runter, da tut es ein Dropshaft mit Wasser am unteren Ende. So dass wir kein Fall Damage nehmen. Also, es geht los ins Nether. Ich weiß nicht, was uns hier auf der anderen Seite erwartet. Ich denke aber mal, haben wir hier irgendetwas Nützliches, was uns helfen könnte? Slow Falling. Fire Resistance, ja. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und dann ein paar Blöcke. Einfach für den Fall, dass uns da ein Ghast in die Quere kommt. Okay, dann anschalten und dann schauen wir, was uns auf der anderen Seite erwartet. Okay. Offener Nether. Da drüben ist eine Fackel, das bedeutet, wir waren schon mal hier, aber ich habe vergessen, mich in Gold zu kleiden, was ein bisschen gefährlich sein könnte. Das ist nicht das Portal,
das wir betreten haben. Aber ich glaube, dass da drüben das ist unser Portal. Also, nun, da wir sichergestellt haben, dass nicht etwas unmittelbar Schlimmes auf der anderen Seite passiert, kann ich getrost noch einen Trip nach drüben wagen, mir den Soul Sand besorgen, den ich benötige, und dann können wir mit dem Projekt für den Villager Breeder loslegen. Nun, da ich mir ein bisschen Soul Sand und ein paar Shroom Lights besorgt habe, ist es an der Zeit, hier in den Untergrund zu gehen. Und da dieses Grundstück gerade Seitenzahl hat, denke ich, ist der Weg nach unten und oben in etwa so diagonal, und wir graben hier das Eck. Effektiv wäre es gut, wenn ich nicht Cobblestone bekomme, sondern normalen Stein. Dann lass uns doch kurz die Pick austauschen, denn ich habe hier ja auch eine mit Silk Touch. Und dann sollten wir, bis wir ganz unten angelangt sind, einiges an normalem Stein bekommen. Wenn wir in dem Bereich von Deep Slate kommen, werde ich wahrscheinlich die Fortune Pick nehmen, weil Cobbled Deep Slate ist wesentlich nützlicher als Deep Slate. Nun sind wir unten angelangt. Das heißt, wir werden hier etwas Platz schaffen. Etwa 4 Block in die Höhe. Vielleicht brauchen wir etwas mehr. Aber das sollte für den Anfang reichen. Und dann habe ich hier auch einige Blöcke angesammelt. Shroomlights werden wir hier unten brauchen. Dann den Kelp. Die Karotten. Und das heißt, hier wir eigentlich gleich machen. Da kommen wir runter, da gehen wir rauf. Das Ganze verkleiden wir dann in Stein. Das heißt, wir brauchen hier sowas wie zwei Gates.
Das sollte funktionieren. Yep. Und wir werden den Rest auskleiden. Aber das bedeutet dann auch, dass wir in diese Richtung etwas Platz haben. Vielleicht sollte ich ausleuchten, nicht, dass wenn wir hochgehen und dann wieder runterkommen, hier eine Mob-Party ist, die auf uns wartet. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier im anderen Eck die Wasserquelle, die Water Source, oben platziert und sie fließt den ganzen Weg nach unten und auch hier in diesen Block, den wir irgendwann dann auffüllen werden. Und ich habe auch begonnen, hier auf der Seite die Wände zu bauen. Und den einfachsten Weg, wie man das macht, ist, wenn wir hier an der Kante auf und runter wandern. Und so haben wir eigentlich immer Luft und können aber gleichzeitig die Wände erreichen, so dass wir hier die richtigen Blöcke setzen können. Und ich habe das noch nicht bis nach ganz unten gemacht. Ich denke, das werde ich nun tun, damit wir einen richtigen Lift haben können, der hoch und runter geht. Runter funktioniert schon ganz gut. Wir müssen uns einfach fallen lassen. Aber hoch müssen wir derzeit noch schwimmen. Das Grundthema hier unten ist ziemlich düster, aber ich denke, weil wir hier ja am unteren Ende der Welt sind, ist das doch etwas passend. Hier in dieser Ecke habe ich schon mal die Wände hochgezogen. Wir werden wahrscheinlich etwas mehr Platz nach oben brauchen. Dann in dieser Richtung, hier werden wir unsere Villager aufbewahren, nachdem sie ja aufgewachsen sind. Und weil das ganze System etwas von oben nach unten geht, werden wir mit diesem Teil beginnen, damit wir auch genau wissen, auf welcher Ebene dann unser Breeder sein wird. Nun aber zum wichtigen Teil. Hier haben wir den Dropshaft von oben nach unten. Und hier habe ich schon mal Soul Sand platziert. Aber damit wir hier effektiv eine Bubble-Kolonne bekommen, brauchen wir Water Source Blocks von hier bis ganz nach oben. Und der einfachste Weg, das zu machen, ist mit Kelp. Weil Kelp verwandelt jeden Wasserblock, fließendes Wasser, in einen Wasser Source Block. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir zwischendurch Luft holen. Und dann sollten wir es bis oben schaffen. Vielleicht nicht ganz. Nochmal kurz Luft holen. Es ist nicht mehr weit. Und zu wenig Kelp. Ich dachte, 100 Stück würden reichen. Offenbar nicht. Aber das lässt sich lösen. Nun werden wir sehen, ob unsere
Babelkolonne, auch das hält, was sie verspricht. Wenn wir hier, ja, und es geht hoch im Eiltempo. Und dank den Wasserbubbles haben wir auch keine Sorgen mehr, dass wir unterwegs ersticken könnten. So, der erste Teil des Projekts erledigt. Der Weg nach unten und oben ist freigemacht. Dann geht es nun an das effektive Bauen des Breeders. Und da muss ich mir zuerst mal überlegen, wie das Ganze funktionieren soll. Ein Teil der Funktionalität ist nun bereit. Das Ende der ganzen Kette ist hier dieser Dispenser, den wir mit Minecarts füllen können. Und wenn wir den Knopf drücken, legen wir die Minecart raus. Und wenn auf diesem Platz hier ein Villager steht, wird er vom Minecart eingeladen. Nun, fragt ihr euch vielleicht, wieso sollte da ein Villager stehen? Und das ist ganz einfach. Wir platzieren hier Wasser und wenn wir dann schauen, das ganze Wasser läuft in dieser Ecke zusammen. Das heißt, wenn da Villager im Wasserstrom drin sind, werden sie automatisch in diese Ecke da gedrückt, wo wir sie einladen können. Und wie kommen die Villager da rein? Dafür platzieren wir hier unten nochmals einen Block Wasser. Und der schiebt sie auf diese Seite. Und hier ganz am Ende ist ein Wallblock. Und der ist ein halber Block höher als die normalen Blocks. Und hier in diesem Strom werden wir die Baby-Villagers haben. Aber weil die nur halb so groß sind, und auf diesem Wallblock auf- und abspringen, reichen sie nicht bis ganz in den oberen Block. Erst wenn sie erwachsen werden, reichen sie mit dem Kopf nach oben, schwimmen dann nach oben und landen hier in der oberen Hälfte. Und dies ist ein einfacher Mechanismus, um die Baby-Villager von den Erwachsenen zu trennen. Nun, der nächste Schritt ist hier auf dieser Seite, brauche ich ein bisschen mehr Platz, um die effektive Farm bauen zu können, welche dann die Baby-Villager daraus resultieren. Der Farmbereich hier für unseren Villager Breeder ist nun auch fertig und einige Karotten sind schon völlig gewachsen. Das Gebiet hier ist 9 auf 9 mit Lichtquellen außenrum, so dass die Karotten auch wachsen können. In der Mitte eine Wasserquelle mit einem Slab darunter. Obendrauf ein Komposter mit einer weiteren Lichtquelle oder Lampe. Und zwar so, dass die Villager hier nicht hochspringen können und wieder runter und dabei das Farmland zertrampeln. Dieses Design zusammen mit dem ganzen Villager-Breedern ist nicht meine Idee, sondern von Logical Geek Boy. Und der nächste Schritt ist, wir brauchen zwei Villager für hier rein. Einer wird den Beruf des Farmers übernehmen, die Karotten
einsam mit dem zweiten Villager austauschen und so für Babys sorgen. Aber wir brauchen zwei Villager für hier rein, und weil das Besorgen und Dealen mit Villagern immer ein bisschen schmerzhaft ist, denke ich, lassen wir das für die nächste Episode. Ich hoffe, diese war instruktiv für euch. Wenn nicht, dann wenigstens etwas unterhaltsam. Und die nächste, wo wir versuchen, Villager zu bekommen, und zwar ganz da nach unten, das verspricht sicher etwas Unterhaltungsfaktor. Also, bis dann. Tschüss!